Hallo Internet, mein Name ist Beckenzack und ich habe heute hier einen ganz prominenten Gast bei mir in meinem Studio. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich als Wade Wilson, andere kennen ihn unter seinem Künstlernamen Deadpool. Mr. Wilson, oder soll ich Deadpool sagen? Mr. Pool, was ist Ihnen da am liebsten? Kingpool. Kingpool, ja, nein. Ich nenne sie Mr. Pool. Ist das in Ordnung? Du darfst mich nennen, wie du möchtest, Baby. Okay. Das lassen wir kurz mal sein. Jedenfalls, Sie sind hier, weil Sie einen neuen Film rausgebracht haben. Ist das richtig? Nein. Okay, dann habe ich jetzt, glaube ich, falsche Informationen. Regie? Das ist wirklich sehr interessant, was Sie da sagen, Mr. Pool. Wie stehen Sie denn zum aktuellen Hollywood-Sequel-Wahn? Also, unsere Zuschauer werden das wahrscheinlich wissen. Im Moment ist es so, dass Hollywood eine Fortsetzung nach der anderen rausballert. Noch ein Sequel, noch ein Sequel, noch ein Sequel. Und ich habe mir sagen lassen, dass Sie da eine ganz krass gegensätzliche Meinung vertreten. Sie wollen mit Deadpool 2 das positive Gegenbeispiel zu dieser Entwicklung sein. Ist dieser Film vielleicht doch etwas autobiografisch angehaucht? Wie genau darf ich das verstehen? Deadpool 2 ist eine Reise in mein Inneres. Ich möchte mich den Menschen offenbaren. Und wenn wir die Reise in mein Inneres antreten, findet das Ganze so zwischen Dünn- und Dickdarm statt. Wir entdecken dort ein kleines Furunkel voller Spaß und Heiterkeiten. Und natürlich hoffe ich, dass es dem einen oder anderen natürlich beim Platzen ins Gesicht spritzt. Ganz klar. Und da setzen wir jetzt an. Der Sequel-Wahn von Hollywood, den kann ich nicht unterstützen. Ich meine, wir befinden uns gerade in der Promophase für Deadpool 5, der jetzt zum Weihnachtsgeschäft natürlich noch erscheinen soll. Und dann natürlich planen wir sehr intensiv an X-Force 2, 13 und 9 3/4. Das ist völlig klar, an denen kommen wir nicht vorbei. Und ich finde es auch sehr wichtig, dann auch neue Bereiche zu entdecken. Nicht diese, wie die Star Wars-Ausschlachtung, diese Gedärme rauszuziehen aus einem Franchise und sie zu verspeisen. Das möchte ich nicht und deswegen kommt auch Stolz und Vorurteile meets Deadpool und natürlich auch das WWE Smackdown Finale Deadpool versus Indiana Jones und Thomas Cook. Und ich habe keine Angst vor diesem Match. Ich stelle mich dem. Ich habe schon vieles gesehen. Zum Beispiel? Wenn Sie zum Beispiel einmal Wolverine unter der Dusche entdecken. Und sie glauben, dass er nur 6 Klingen hat. Herzchen! Hervorragend, Mr. Pool. Ich habe gehört, dass tatsächlich fast alle Charaktere, die in Teil 1 mitgespielt haben, jetzt auch wieder mit in Teil 2 sind. Und fühlt es sich nicht ein bisschen nostalgisch an? Ist es nicht vielleicht wie ein kleines Familientreffen, dass alle Charaktere, die man lieb gewonnen hat, wieder in diesem Film auftauchen? Und ist es nicht bei Familientreffen so, dass zwangsläufig einfach immer mal wieder dieselben Gags erzählt werden zum 18. Mal? Ich weiß ja nicht, was er mit seiner Familie macht, aber... Ich möchte mich für diese ausgezeichnete Frage an dieser Stelle erstmal bedanken, Herr Zack. Wirklich eine auf den Punkt präzise gestellte Frage. Ja. Und mit Sicherheit erzählt man sich ein oder andere Mal dieselben Witze. Aber wir haben auch Innovationen zu bieten. Wir bringen ja nicht ständig auch jetzt bei Deadpool 2 dieselben Witze wie in Deadpool 1 wieder auf die Leinwand. Psst, kommt mal her. Ich habe in seiner Jungfrauenhöhle das Heilmittel gegen Fettleibigkeit und schlechte YouTube-Videos versteckt. Im Gemüsefach. Das findet der nie. Und neben den Charakteren, die es schon im ersten Teil gab, gibt es natürlich auch jede Menge neue Charaktere. Allen voran zum Beispiel Cable, gespielt von Josh Brolin. Und der ist richtig gut.
Und dann wäre da zum Beispiel auch noch Zazie Beetz, die spielt Domino und auch die ist richtig gut. Und wie die Superkräfte von Domino in dem Film umgesetzt werden, denn sie hat eigentlich nur die Superkraft, dass sie Glück hat, das ist dermaßen gut überlegt und das ist einfach nur auch wirklich richtig gut. Wow, was zum Ficklappen stimmt denn mit dir nicht? Hast du dir als Kind mal das Schambein gerissen oder was? Können sich nicht nur Frauen das Schambein reißen? Ich bin kein Arzt, aber... Ja, und? Ich bin keine Frau. Ich muss schnell einige sehr verwirrende Bilder von meinem Computer löschen. Liebe Zuschauer, an dieser Stelle für Sie die Information, dass diese beiden Vollidioten tatsächlich der Meinung waren, dass das Schambein nur in dem Körper einer Frau vorkommt. Weil wir das natürlich nicht so stehen lassen wollen, hier die offizielle Erklärung von Wikipedia. Das Schambein, lateinisch aus pubis, ist ein platter, winkelförmiger Knochen und Teil des Beckens. Es ist beidseitig vorhanden, wobei beide Schambeine in der Mittellinie durch die Schambeinfuge, Symphysis pubica, eine faserknorpelige Verbindung, verbunden sind, damit sich die Beckenknochen geringfügig zueinander bewegen können. Nach vorn oben ist das Schambein mit dem Darmbein aus Ilium und nach unten, bei Tieren nach hinten, mit dem Sitzbein aus Ischii-Knöchern verwachsen. Nerdcalypse möchte sich in aller Dringlichkeit bei Ihnen für diesen Fauxpas entschuldigen und bittet Sie außerdem zu bedenken, dass diese beiden Schwachmaten in dem Video höchstwahrscheinlich noch nie einen Frauenkörper von nahem gesehen haben. Also, bitte haben Sie Verständnis. Vielen Dank. Was man aber tatsächlich sagen muss, ist, dass die ganzen popkulturellen Gags nicht mehr ganz so gut funktionieren. Im ersten Teil war das noch wirklich sehr bunt gemischt und man hat sich hier bei vielerlei Sachen aus der heutigen Popkultur bedient und Querverweise gemacht, Name-Droppings gemacht und so weiter und so fort. Jetzt, in dem zweiten Teil, macht Deadpool das fast nur noch auf irgendwelche anderen Superhelden-Franchises und spricht die Avengers an und die DC-Comics. Und am Anfang ist das noch lustig, aber nach dem dritten oder vierten Mal wird es ein bisschen vorhersehbar und nicht mehr ganz so lustig, abgedroschen und naja, die Fourth Wall Breaks sind ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz so geil. Hm? Was zur heiligen Vorhaut von Jebediah Springfield liest du da? Das hier! Das! Okay. Meine Güte, alles muss man hier alleine machen. Aber gut, Mr. Poole, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, dann müssen auch Sie zugeben, dass das CGI in Deadpool 2 nicht immer komplett auf der Höhe ist. Hm? Du fette Geistermann-Version von Tim Sander! Wir bei der X-Force haben die besten CGI-Effekte nur für Sie. Als Mensch bist. Halt! Nein! Stopp! Was? Zum verfickten Teufel! Dale, wieso sind die Visual Effects nicht fertig? Das ist Metallarm! Wir wollen ja hier keinen scheiß Schnurrbart entfernen! Das war jetzt aber schon so ein bisschen billig, ne? Du hast jetzt einfach nur die Szene aus dem Trailer nochmal eingefügt. Schandmaul! Wir von der X-Force lassen nur ausgewählte CGI-Effekte in unsere Premium-Videos mit einfließen. Ja, gut, okay. Ich würde sagen, damit wären wir jetzt eigentlich bereit, in den Spoiler-Bereich zu gehen, oder? Oh, darf ich den Spoiler-Bereich ankündigen? Bitte, 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 bitte. Bist du überhaupt dafür qualifiziert, den Spoiler-Bereich anzukündigen? Wie kannst du es wagen? Ich habe die 8 Arena-Orte der Kanto-Region. Ich bin qualifiziert für alles. Spoiler: Brad Pitt ist genau eine Sekunde lang im Film zu sehen und der Typ da vorne ist nicht schwanger, sondern fett. Hast du jetzt nicht auch, wenn Leute ungefragt im Kino einfach so Spoiler verraten? Wer es glaubt, wird selig. Lenny, ich wünsche dir recht viel Spaß. Und wenn du es wissen willst, der Chef des Labors ist ein Roboter und die Bombe steckt in ihm. Oh. Und
ja den ganzen... Juggernaut war in dem Film und er war endlich genau so, wie er sein muss. Das war der Juggernaut aus den Comics. Der war richtig hardcore. Ich habe mich gefreut, dass der drinne war. Das CGI sah nicht immer so richtig aus, aber alleine, dass Juggernaut so drinne war, als einer der coolsten Gegner der X-Men, das war schon ziemlich krass. Sie haben sogar die Referenz gemacht, dass er der Bruder von Charles Xavier ist, was ich nicht erwartet habe, was wir auch vorher in den X-Men-Filmen vorher noch nie gehört haben. Und ja, ich fand das echt cool. Alles lustig. Ich muss bei Juggernaut muss ich immer an den Assi von Eurotrip denken. Ich muss bei Juggernaut immer an dich denken. Ihr fahrt auf der falschen Seite, ihr schreckten fressende Pisser! Ihr Schwuchtel! Aus dem Weg, ihr verdammten stinkenden Knoblauch-Atem-Wichser! Haut ab, verschwindet, ihr Herrscher, ihr französisch-italienischen Scheißer! Juggernaut! Der war auch in diesem preisgekrönten Meisterwerk X-Men 3, der letzte Widerstand. Ja, in dem Film war er. Der hatte da diese Verfolgungsjagd zusammen mit Ellen Page durch die Wände. Ellen Page? Findest du sie als El Fuego oder Muriel Fuego? Ich glaube, Ellen Page ist lesbisch, aber ich glaube auch, dass sich das nicht sonderlich interessiert, oder? Hey, guck dir Elisha an. En Fuego. Oh ja. Oh, und guck dir Pam an. Muy en Fuego. Total. Und ich muss auch sagen, am Ende war es richtig cool, dass er den grauen X-Force-Anzug anhatte. Denn in den X-Force-Comics hat er tatsächlich dann keinen rot-schwarzen Anzug an, sondern einen grau-schwarzen. Und das war wieder eine schöne Referenz auf die Comics. Erstmal hörst du auf, mit mir zu reden, als wäre ich nicht anwesend. Wer ist dieser R? Zweitens, ich kann alle Kostüme tragen dieser Welt, weil meine Garderobe einfach umwerfend ist. Und wirklich das beste Easter Egg oder die beiden besten Easter Eggs, die der Film zu bieten hat, ist, dass Deadpool am Ende in X-Men Origins Wolverine mit der Zeitmaschine von Cable zurückreist und die schlechte Umsetzung von den Charakteren Deadpool, die es dort in diesem Film gab, einfach in den Kopf schießt und sie erledigt und sie quasi automatisch für immer aus dem Filmuniversum streicht. Und danach setzen sie noch einen drauf und ja, er geht halt einfach zurück in seine eigene Wohnung als Ryan Reynolds, tut so, als hätte er gerade das Drehbuch für Green Lantern geschrieben, einer der schlechtesten Superheldenfilme, die es überhaupt gab. Und auch hier schießt er sich einfach in den Kopf und er tilgt quasi seine beiden größten Sünden, die er jemals in seinem Hollywood-Superhelden-Dasein einfach verbrochen hat. Und das hat mir richtig gut gefallen. Das bringt jetzt aber so ein paar Probleme mit sich, weil man weiß gar nicht so richtig, was jetzt mit der Zeitlinie passiert ist. Er hat Vanessa am Ende auch noch wiederbelebt und ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob die im nächsten Film wieder am Leben ist oder nicht. Ich glaube, das weiß Ryan Reynolds auch selber noch nicht, aber wir lassen uns da einfach mal überraschen. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo das Ganze jetzt hinführt, was das für Auswirkungen auf die kommenden Filme hat, denn dadurch, dass er jetzt die Zeitlinie komplett zerfickt hat, könnte sonst was passieren. Rein theoretisch könnte man es so machen, wenn Disney bzw. Marvel die Rechte von Fox an den X-Men und dann Deadpool bekommt, dass sie dann einfach sagen, okay, die sind jetzt einfach in dem Film, weil Deadpool halt die gesamte Zeitlinie zerstört hat. Und das wäre eigentlich für den Charakter wie Deadpool relativ smart und ich finde das eigentlich ganz gut. Und bei den ganzen Avengers-Referenzen und den ganzen Witzen über das MCU, die in dem Film drin waren, habe ich mir die ganze Zeit so gefragt, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn der Typ in Infinity War dabei gewesen wäre? Ich glaube, viel hätte sich da nicht geändert. Ach du Scheiße, er hat den Handschuh! Guckt meinen Film, ihr Lappen! Papa? Can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened?
jetzt guckst du einfach, jetzt mach ich dann auf die Kamera und da zoome ich dann einfach rein. Ich mach dann einen kurzen Cut ohne das Dings, das quasi an dich leer rangezoomt ist, damit es nicht so hart wirkt. Mhm. Dann zoome ich ein bisschen an dein Gesicht rein und dann sagst du das jetzt einfach. Okay. Also, mach. Du musst mich nicht machen. Wo ist der Zoom? Nein, ich mach das dann später bei der Nachbearbeitung. Das hätte eigentlich auch schon ein Gag sein können. Hatten wir auch tatsächlich in der ersten Review. Dann muss ich schnell einige Bilder von meinem PC löschen. Wäre geiler gewesen, wenn du noch aufgestanden wärst, aber es geht vielleicht nicht, ne? Achso. Ja, jetzt musst du es nicht mehr machen. Ich sollte aufstehen, darum gehe ich jetzt. Ich weiß ja nicht, was der mit seiner Familie macht, aber... Herr Zack, das ist eine außergewöhnlich gute Frage. Ich möchte mich an dieser Stelle für diese Frage bedanken. Und ja, dazu kann ich eigentlich nur sagen, bleib mal Zeit. Okay. Geh einfach jagen. Ich verstehe die Brücke nicht, wie ich Geht jetzt... Ich verstehe die Brücke nicht zu wie ich... Ja, alle auf dem Boden. Wie soll ich auf den Boden kommen? Zack, kackt gerade. Dann sagst du vor mir, dann mach ich das Dings mit dem Ding. Was? Ich mach das Ding mit dem Ding. Debriefing bei Nerdcalypse. Okay, erst kommt das Ding mit dem Ding. Dann kommt das Ding. Wenn du denkst, du denkst. Ja. Das beste CGI, dann haben nur fotorealistisches CGI. Nach Familienrezept. Nach traditionellem Familienrezept. Dann kannst du schlipsen. Das ist so viel von Miracoli. Okay, cool. So, Spoilerbereich, Leute. Was soll ich sagen? Der Bruce Willis ist am Anfang des Films gestorben und wie heißt der letzte Widerstand? Der letzte Widerstand. Ist doch egal. X-Men 3. Nein, ich will den Film ja mal hochpreisen, weil der war ja echt gut. Wollt ihr nicht sogar als Nicht-Kanon mittlerweile? Ja, der ist Nicht-Kanon. Ja, natürlich. Ist doch Kanon, voll direkt Film. Aber darum, ich will ihn doch mal hochpreisen. Ich sag einfach dann noch so eine Randbemerkung. Für Spoiler, für Leute... Spoiler, wir haben Leute, Sex am Ende des... Wir haben Sex am Ende dieser Review. Sex haben. Nein. Können wir auch mal noch... Sex haben oder das sagen? Why not both? Juggernaut. Ja. Da ist das Ding. Das ist mir auch mal die Ball. Ich kann ihn dir doch umpritschen. Deswegen musst du die Punch schneiden. Oh Gott, meine Nase bricht von dem Gewicht, weil es mich schon eingedrückt ist. Was mache ich jetzt? Ja, am geilsten, weißt du, ich mach die Deadpool-Review, die eigentlich Review geht nur 10 Minuten. Und dann habe ich irgendwie 30 Minuten Outtakes. Ja, das Video geht auch wie alle deine Reviews wirklich 30 Minuten. Das war richtig lustig. Ich bin so, hä? Was geht das Video jetzt noch? Und die denken alle so am Anfang, da müssen wir mal Spoiler machen. Junge, was alles zu Spoiler gibt als Intro eigentlich? Weil du so, 5 Minuten ist so, und jetzt gehen wir in den Spoiler-Bereich. Dann 30 Minuten geht noch. Junge, hä, dass alle wirklich diesen MCU, dass sie das erwarten? Weil was soll es sonst sein, dass 30 Minuten mal Spoiler-Bereich geht? Like ice in the sunshine. Like ice in the sunshine. I'm melting away. Das wird mega warm. It's not unusual to go out at any time. Na, der Hooligan, das ist Juggernaut. Das ist Ach so! Ja, aber dann frischer, was soll das? Ja, so, das ist tatsächlich Juggernaut. Ja, stimmt. Ja, jetzt, also, aber in den X-Men-Filmen. In dem ersten. Ja, genau. Ja, genau, ja. Da ist er Juggernaut. Wo er gegen Ellen Page einen Wettrand durch die Wände macht. Ja. Ellen Page, Alter, die ist auch Bumswar. Die ist lesbisch. Ist sie etwas unbumsbar? Macht sie das unbumsbar? Für mich macht sie das unbumsbar. Ja, nee, aber ich will ehrlich sein, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung war sie schon vorher für mich unbumsbar. Heiß. Heiß. Machst du noch eine Ellen Page? Ist Ellen Page Caliente oder Muy Caliente? Caliente oder Muy Caliente? Nee, Muy El Fuego, so sagen wir. Muy El Fuego. Ist Ellen Page El Fuego oder Muy El Fuego? Was soll das?
Die sind von Malcolm mittendrin. Ja, das ist voll geil. Aber wie schön, dass die beide direkt wussten, dass von Malcolm mit drin ist. Und ich guck das eigentlich gar nicht, aber es läuft immer Mitternacht auf Cousin, ja. Ich mal wach. Ist der maybe, I don't know. Ist auch egal.